Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen hängen. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Gut, dann gehen wir mal zu den Idioten. Lenna. Hi. Hi, ich bin Lenna. Willkommen im Lager der Buddler. Buddler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig, aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also... Wegen des Attentats auf Esteban? Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar, ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich? Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Kannst du mir was über das Goldschürfen beibringen? Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frage ich ja. Sicher. Aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun... Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir... 50. 50 Goldstücke. Bring mir was übers Goldhacken bei. Gut. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Ist hier nicht noch ein dritter Buddler? Da vorne sitzt noch einer. Hey! Schön, wie er sich dreht in der Luft. Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen, aber das ist ungleich schwieriger. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Esteban will ihn tot sehen. Oh, du arbeitest für den Boss. Dann werde ich dir sagen, was ich weiß. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst.
Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich, scheiße, ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Gut. Huno. Erstmal rede ich mit dem hier. Hey! Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut, gebraucht, ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Nein! Geh weg! Verschwinde! Alles klar bei dir? Grün! Grüner Noviz! Ich kann ihn nicht finden! Hier, nimm dieses Sumpfkraut. Nicht grün, nicht stark! Nicht grün, nicht stark! Nicht grün, nicht stark! Wie kann ich dir helfen? Der Grüne... Ja, man muss dem Typen, wie unschwer zu erkennen ist, einen grünen Novizen geben. Ich werde mich da nicht einmischen. Genau das habe ich auch gesagt. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Weißt du, was Esteban mit dir macht, wenn er erfährt, dass du Huno deckst? Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nichts mit der Sache zu tun. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul. Nur weil du für den Boss arbeitest, kannst du noch lange nicht so mit mir umspringen. Ich kann. Mach keinen Scheiß. Paul? Alles, was ich weiß, ist, dass Huno nicht gut auf Esteban zu sprechen ist. Dauernd liegt er mir in den Ohren über diesen Esteban, dass er ihm sein Geschäft versaut und so. Ich habe nur zugehört und nie was gesagt. Ganz bestimmt, siehst du. War doch gar nicht so schlimm. Gar nichts, Mann. Ich habe dir alles gesagt. Gut. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Ich hab da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich hab gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio gehalten. Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Ich habe ihn getötet. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay. Ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Warte mal.
Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Jupp. War doch gar nicht so schwer. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Oh, ein Goldbrocken. Danke. Das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, okay, okay. Dann gehen wir wieder da rein. Also was heißt wieder? Da gehen wir mal da rein und schauen, ob hier noch was ist. Oh, eine Truhe. Wer hätte damit gerechnet? Und sie ist sogar offen. Und es sind sogar 5 Goldstücke drin. 5 ganze Goldstücke. Ja, 5 Goldstücke. Okay, weiter gucken. Ah, hier drin ist noch eine zweite Schmiede. Ah, ja, ja, Schmiede. Was für ein Scheiß. Falls es mal regnet, kann man sie nämlich hier reinstellen. Hier drin ist nämlich ein schönes Dach. Oh, das ist vor Regen geschützt. Naja, da war mal ein Dach. Irgendwann mal. Vor langer, langer Weile. Ah, 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 ich will da durch. Okay. Das will doch keiner wissen. Ich springe. Aufpassen, was man so rumerzählt. Esteban, kann ich petzen? Ich schau mal, ob ich petzen kann. Ich habe den Auftrag noch nie für Esteban erledigt. Ich weiß nicht mal, ob das geht. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch anderes. Komm wieder, wenn du rausgefunden. Okay. Nee, ich glaube, den Quest kann man nur gegen Esteban lösen. Hey, 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 Trank. Ey, Moment mal, ich hab Ding umgehauen. Du bist wieder so ein Arschloch, der sich überhaupt nicht beeindruckt zeigt, wenn ich ihn umhau. Ich komme später wieder. Nee, nee, ja, ja. Hey, du. Uno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Gut, gut. Ich gehe da mal nach oben. Ich gehe da mal nach oben und wow, es ist Fisk. Ich finde das toll, wie hier so in den Schatten gehüllt ist. Das ist richtig cool. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Und ein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Etwas dumm. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle...